Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal von Lucky Bricks. Ich bin der Richard von der Steinküste und darf euch heute hier einmal wieder zwei neue Sets von Lego präsentieren. Und zwar sind es zwei Sets aus der Polizeiserie, um noch genauer zu werden, die Neuheiten aus dem Januar 2024 aus der Polizeiserie. Es gibt ja noch ein weiteres Set, so ein kleines Autochen, so eine kleine Verfolgungsjagd, aber das sind die beiden großen Flaggschiff-Sets quasi, die Lego jetzt im Januar 2024 eben rausgebracht hat. Es ist zum einen die 60418, der Polizeitruck mit Forensiklabor, und die 60419, die Polizeistation auf der Gefängnisinsel oder Polizeiinsel, wie auch immer man dazu jetzt sagen möchte. Ich glaube, Lego nennt es wirklich Polizeistation auf der Gefängnisinsel. Die Preise der beiden Sets blende ich jetzt einfach mal hier ein. Beim Polizeitruck sind wir bei 54,99 € bei 674 Teilen, Teilepreis von 8,16 Cent. Und bei der Polizeigefängnisinsel sind wir bei 89 Teilen, bei 99,99 €. Und damit haben wir einen Teilepreis von 10,2 Cent. Der Teilepreis beim Polizeitruck sieht im ersten Blick erstmal ziemlich gut aus für Lego-Verhältnisse. Unter 10 Cent für Lego City ist mittlerweile ein Preis, wo wir sagen müssen leider, dass der schon normal und fair eingepreist ist. Die Polizeistation sieht hier ein bisschen teurer aus mit 10,2 Cent, über 10, aber gucken wir uns die 100 Gramm Preise an, wird das Verhältnis ein bisschen deutlicher. Im Großen und Ganzen ist nämlich tatsächlich die Polizeistation im besseren Preis-Leistungs-Verhältnis hier unterwegs mit 8,39 € pro 100 Gramm, während der Truck hier bei 9,43 € pro 100 Gramm liegt, und alles über 10 € pro 100 Gramm ist sehr hochpreisig. Trotzdem muss ich zusammenfassend sagen, dass die Preise von Lego City mich positiv überraschen dieses Jahr. Sie sind nicht mehr konstant über 10 Cent bei Teilepreis oder 100 Gramm Preis unterwegs. Lego hat sich hier besinnt offensichtlich. Es gab so eine Gefängnisstation schon mal, 2016, 2017 bin ich der Meinung. Da hatten wir tatsächlich einen Teilepreis von 10,6 Cent. Also wir bewegen uns hier noch auf dem gleichen Niveau bei diesem Set. Das sind schon mal gute Nachrichten bei all der Inflation, die uns ja tagtäglich hier umgibt. In meinen Videos läuft es immer so, wir schauen uns jetzt mal die Verpackung an, kurz die Anleitung, wirklich nur kurz die Minifiguren und dann einmal die Sets. Ihr solltet ja alle hier sehen können und nicht eine Stunde ins Video gucken müssen. Darum beeilen wir uns ein bisschen mit den Verpackungen und so. Also Box des Polizeitrucks gestaltet, alles vernünftig, alles gut, ist für Kids gestaltet, das passt. Ihr seht die Funktionen hinten, ihr seht vorne drauf, was drin ist. Das ist soweit vollkommen in Ordnung. Und auch die Box der Gefängnisinsel ist ähnlich schick und schön gestaltet. Blitze haben wir hier überall dabei. Die Blitze haben wir scheinbar kopiert und hier auch nochmal draufgesetzt. Ja. Schönes Setting, könnte Alcatraz sein, hinten die Brücke. Ne? Es ist zu erahnen. Und von der Rückseite sieht es dann eben so aus. Dieses Wanted-Poster, was hier abgebildet ist, das ist ein Druck, und zwar in beiden Sets. Jetzt muss ich mal kurz gucken, das sind aber verschiedene Wanted-Poster. Genau, hier werden jeweils andere Star-Gangster quasi gesucht. So, den Cut habe ich genutzt, um das da hinten vernünftig zu tapieren. Wir werfen einen Blick auf die Anleitungen, aber wirklich nur einen kurzen. Die Anleitungen sind Lego-typisch, die sind einfach, danach lässt es sich ohne Probleme bauen. Die Kinder ab 7 Jahren, wie die beiden Sets hier angegeben sind, werden damit keine Schwierigkeiten haben. Wir haben Sticker dabei, bei der Gefängnisinsel und bei dem Truck. Sticker bei Spielsets für mich vollkommen okay. Und ansonsten sind die Anleitungen jeweils aufgeteilt. Beim Truck habe ich erst Zubehör und dann den LKW an sich. Das heißt, das Kind baut hier erst einen Teil, kann damit schon spielen, baut dann den nächsten Teil. Und das genauso ist es bei der Insel. Erst wird das Boot gebaut, dann die Hälfte der Gefängnisinsel, dann wieder Hubschrauber, dann die andere Hälfte der Insel und so weiter. Sodass das Kind, das es hier aufbaut, motiviert bleiben kann, schon was fertig hat, damit spielen kann, bevor der nächste Teil dann fertig gebaut wird. Und hat das Kind Geschwister zum Beispiel, kann auch hier zusammen gebaut werden, wenn sie sich vertragen und nicht gegenseitig die Steine um die Ohren hauen. Das soll ja auch vorkommen, genau. So, wir starten mit dem kleineren Set von beiden, und zwar mit dem Polizeitruck, mit dem Forensiklabor. Da haben wir 5 Minifiguren am Start. Wir haben 2 klassische Polizisten hier. Einmal so einen coolen Kopf mit Sonnenbrille und Friese. Dann haben wir die Polizistin hier. Die Frisur finde ich übrigens ziemlich cool von Lego. Das ist eine der schönsten Frauenfrisuren, wie ich finde. Dieses über die Schulter geworfene nach vorne. Ansonsten haben wir bedruckte Oberkörper auf Vorder- und Rückseite. Keine bedruckten Beine. Dann haben wir hier eine Forensikerin, eine Spurensicherin, wie auch immer. Mit blauen Handschuhen, cooler Haube auf der Mütze. Also auf dem Kopf. Und von hinten sieht es dann so aus. Ja. Und hier vorne unsere beiden Gangster. Sie hier ist auf dem Wanted-Plakat drauf. Und dann haben wir noch einen anderen Gangster am Start. Sie hat ein Mobiltelefon in der Hand, Kopfhörer dabei. Und dann geht's hier los. Was haben wir bei dem Truck alles dabei? Ich hole das mal fix hier ins Bild, damit ihr das schön auseinanderhalten könnt von der Insel, die wir jetzt hier einmal zu sehen haben. So, dabei ist ein bisschen Zubehör. So ein kleiner, ja,
Gullideckel, so ein Kanaldeckel. Dadurch kann ein Gangster fliehen. Da hängt ein Brecheisen. Hier sind noch Handschellen, die er im Busch geschmissen hat. Nettes kleines Zubehör. Hätte ich mir mal ein bisschen größer gewünscht, damit man da ein bisschen mehr mitspielen könnte. Ist jetzt aber so dabei. Und ich finde diese Gitterelemente ziemlich cool. Diesen großen Tür- oder Fensterrahmen. Ja, das sind schöne, schöne Teile. Da sind hier auch nochmal dabei bei der Insel. Wenn man davon ein paar hat, kann man richtig cooles Zeug damit bauen. Davon bin ich überzeugt. Kleiner Scheinwerfer ist dabei zur Spurensicherung und eine Kiste mit Zubehör. Da ist eine Lupe drin, da ist eine Kamera drin, da ist nochmal Handschellen drin, also ein Zeug, was so Polizei eben einfach benötigt. Das Highlight für mich ist eigentlich das kleine Quad hier. Ja? Das ist so eins mit dieser coolen Lenkung, mit dieser coolen Federung, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Es fungiert jedenfalls auch als Lenkung. Die Räder sind also quasi schwingend aufgehangen und gelagert. Cooles Ding, das gefällt mir. Und hier haben wir jetzt einen Truck, der wieder mal wie ein Truck aussieht. Man könnte sagen, es ist ein Bus, ja, aber es soll ein LKW sein. Wir haben 8 White tatsächlich. Höchst interessant, dass Lego mal 8 White Fahrzeuge hier jetzt rausbringt und das auch als LKW. Von der Seite sieht es dann so aus. Wir haben eine Fahrerkabine, wir haben Stauraum, ein Labor und eine Gefängniszelle. Es sind auch dabei, falls die Forensiker doch mal einen Einbrecher unterwegs hier festsetzen. Ich kann hier hinten einmal die Klappe aufmachen und komme in den Knast. Ja, da ist ein PIN-Code, um reinzukommen halt. Da ist auch ein Fenster zum Durchgucken. Vorne habe ich ein Dach, was ich abnehmen kann. Ich habe zwei Sitze nebeneinander gelöst über Jump-Up-Plätze und ein Lenkrad. Ich habe keine Sitze, das ärgert mich sehr. Eine Noppe mehr Tiefe und ich hätte hier zwei Sitze einbauen können. Warum Lego keine Sitze einbaut, ich weiß es nicht. In der Polizeistation haben wir einen Sitz. Hier leider wieder nicht. Keine Spiegel. Auch schade. Die würde ich mir auch wünschen. Das ist wahrscheinlich über Kameras gelöst, ne? Naja, gut. Dann haben wir hier Stauraum. Ich kann das aufklappen. Auf beide Seiten. Da passt die Kiste rein mit dem Zubehör, den ich euch gerade zeigte, oder alles andere, was ihr da reinstopfen möchtet. Schöner großer Stauraum. Und jetzt haben wir hier unser Forensiklabor. Ich kann das alles hochklappen, nach oben schwenken, auf Jumperplates befestigen. Jetzt ist die Decke auch fest. Das fällt jetzt nicht wieder zu von alleine. Zum Vorschein kommt ein Mikroskop, eine Kaffeemaschine, eine logische Leiter nach oben, zwei Sitze, zwei Tastaturen, Kaffeebecher, Donut. Hier oben drauf wären Aufkleber. Und zwar diese hier, da oben, die drei. Dann würde es ein bisschen einladender aussehen. Der Bau von dem Ding war sehr gut gewesen. Die Steinequalität war sehr gut gewesen. Die Oberflächen der Steine sind tipptopp. Was wir haben, ist Farbkodierung. Das sehen wir jetzt hier. Das muss man mögen. Ich finde, Farbkodierung, manchmal hilft es beim Bauen. Manchmal ist es ein bisschen zu viel. Habt ihr auf dem Kanal hier vielleicht das Video zur Polaroid-Kamera gesehen. Da war das zu viel Farbkodierung drin. Es war teilweise sogar schwer, damit zu bauen. Aber ich habe mal gehört, Lego behauptet auch, sie machen Farben rein, um Happy Colors zu haben quasi. Damit auch mal ein paar bunte Steine mit am Start sind. Die Begründung würde ich wesentlich charmanter und cooler finden. Aber da sind es mir trotzdem ein bisschen zu viel Happy Colors. Dann mal auf eine Farbe einigen und pro Set die Farbe wechseln. Würde ich irgendwie cooler finden. Achso, noch was. Das hier unten kann man ausklappen. Das soll wohl als Treppe fungieren, um hier auch in das Ding reinzukommen. Jo, das ist also unser Forensik-Truck-Labor. Ich finde eigentlich ziemlich cool. Es ist kein Knickgelenk, ja, aber Knickgelenk-LKW kann Lego einfach nicht, habe ich die letzten beiden Jahre leider feststellen müssen. Von daher, ja, ich finde ihn cool. Er ist natürlich nicht so sehr wendig. Es ist ein bisschen ruppig, aber mir gefällt er trotzdem. Ich finde die Größe ziemlich geil. Also, das Ding hat durchaus Spielwert. Vor allem, weil es mal was anderes ist und nicht das gleiche wie sonst immer. Es ist mal was ganz anderes und das ist generell eine gute Sache. So, die Insel. Die ist für mich ja das Highlight tatsächlich. Ich habe hier auch Figuren dabei. Ich glaube, genau 7 sind es. Bei der alten damals waren es 8, aber kein Hund. So, 3 Cops haben wir hier am Start. Wieder einen jungen oder älteren Mann mit weißem Schnauzbart, eine junge Dame, die als Hubschrauberpilotin fungiert und den jungen Polizisten hier mit der blonden Mähne und der Schwimmweste, der Steuermann des Schlauchbootes ist. Die beiden hätten noch einen Helm jeweils mit dabei. Hier nochmal Gangster, aber ich sehe gerade, die Tante hier ist die gleiche wie im anderen Set. Okay, interessant. Aber ich glaube, er ist der auf dem Wanted-Poster. Mal kurz gucken hier. Beim Truck war sie drauf, genau. Und hier ist es, glaube ich, der Weißhaarige. Ja, Panschellen, ein Heimstaat ist immer gut. Und der Hund fetzt. Der hat hier so einen Anzug an quasi, ist aber fest mit dem Körper verbunden, kann ich nicht abnehmen. Gibt es auch noch in Feuerwehroptik, werde ich auch noch bauen hier demnächst, mal gucken. Und von hinten sehen sie eben so aus. Ja, solide City-Minifiguren, damit kann man vernünftig durch die Gegend spielen, würde ich sagen. Was haben wir an Zubehör? Schlauchboote, zwei Schlauchboote, einmal ein kleines süßes, ja, für die Gangster zum Ausbrechen. Einmal ein großes dickes für die Cops. Das Ding gefällt mir sehr gut, ich habe hinten Motoren dran, die ich hochklappen kann. Ja, also aus dem Wasser nehmen kann. Und wenn das Teil so über den Tisch saust oder über den Teppich sausen würde, würden sich die Dinger hier hinten auch drehen.
Nette kleine Idee. Gut, hier sind gelbe Pins drin. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Was haben wir ansonsten noch? Ich habe natürlich hier vorne eine Kabine, die ich abnehmen kann. Also ein Dach. Und dann kann ich hier einen reinsetzen. Nur Lenkrad, keine Sitze, keine Stühle, keine Plates, kein gar nichts. Ist mir leider zu wenig drin. Was mir auch zu wenig ist, ist die Deko. Und zwar hier oben, die Antenne ist nicht vorhanden. Das ist nur so ein oller Mast. Und da fehlen eindeutig Blaulichter drauf. Und so ein kleiner, hier sowas hier. So eine Antenne, die hinten drauf ist, gehört hier oben auch nochmal drauf. Würde direkt viel cooler aussehen, finde ich, glaube ich, denke ich. Gucken wir mal, habe ich recht? Ich habe auf jeden Fall recht. Oder? Wäre doch gleich viel geiler. Oder man macht zwei drauf. Hier eins. Auf der anderen Seite auch nochmal eins dann. Und dann da oben irgendwie ein Lämpchen oder so. Hätte ich wesentlich schicker gefunden als so, wie sie es hier gelöst haben. Aber wir haben zwei große Formteile, zwei coole Boote. Und damit lässt sich schön durch die Gegend düsen. Außerdem dabei ist ein Hubschrauber. Der fällt vom Zubehör deutlich ab von der Qualität. Jetzt ist ein Hubschrauber. Ich finde Hubschrauber cool. Ne? Man kann nie genug haben. Ich habe damit gerne gespielt als Kind rumgedüst oder drin. Ne? Kann man gucken, wo sind sie alle, die Bösewichte. Aber wenn wir das hier vorne hochklappen, sehen wir, dass hier vorne nichts ist. Es ist offen. Die können alle rausplumpsen und sind direkt im Wasser. Ups, das ist nicht so gut. Da schwimmt ein Hai. Das sollten wir lassen. Wir haben auch hier nur so eine Plates als Steuerknüppel. Also ich kenne das noch so, dass die Steuerknüppel sowas hier auch sind. Ja. Hätten sie mehr reinschmeißen können, hätte man das hier vorne ein bisschen länger gebaut. Das ist so sehr abgefressen. Ist ein bisschen schade, hier haben sie Punkte verloren beim Hubschrauber. Aber es ist kurz einer dabei. Ist. Wie gesagt, ich finde es wirklich cool. So, und jetzt kommen wir zur großen Insel. Die hat es, wie ich finde, in sich. Tatsächlich. Denn die ist zum einen relativ tief von der Spieltiefe. Ich habe mehr als zwei Noppen. Ich habe fünf Noppen. Ich habe mindestens vier Noppen. Ja. Bisschen pusten, bisschen fusseln. Und unten habe ich noch ganz viel Platz. Was ist sie noch? Sie ist modular. Ich kann das hier oben einmal abnehmen. Whatever, aber es geht. Dann habe ich hier unseren Turm. Hier in den Scheiben sind ein paar Kratzer drin, aber sie sind top klar. Ja. Und von hinten haben wir das. Ein Stuhl zum Drehen. Auf dem Bildschirm wäre ein Aufkleber. Unten haben wir ein Croissant, ein Muffin, eine Kaffeetasse mit Kaffeemaschine. Alle Klischees werden bedient. Das Ding ist ziemlich nett. Hier ist die geringste Spieltiefe drin. Okay, und hier ist auch, naja, das ist so. Der untere Bereich ist auch nochmal modular. Also was heißt modular? Ich kann es halt auseinanderziehen. Das sind die beiden Seiten, die einzeln gebaut werden. Gucken wir uns mal zuerst die Seite hier an. Eine schöne gebaute Felslandschaft, beziehungsweise gebaut ist nicht, sind diese großen Felselemente. Hier ist ein dickes Rohr, das sehen wir gleich. Hier geben wir einen Aufkleber drauf. Achtung, Haie. Ich kann das hier vorne entfernen, ja, vielleicht wegsprengen und da drin kommt ein großer, großer Hohlraum zum Vorschein, wo ich höchstwahrscheinlich sowas wie ein Schlauchboot drinnen verstecken kann. Es passt auf jeden Fall dort herein. Das Fluchtschlauchboot unserer Gangster ist hier also am Start. So, kriege ich es auch wieder zu. Ich kriege es auch wieder zu. Drehen wir, also hier ist natürlich noch eine Doppeltür, die kann ich aufmachen. Drehen wir das Ganze um. Da sehen wir einmal einen Gefängnisinnenhof mit Basketballkorb hier oben. Ball und Klappe. Klappe führt in Rutsche. Rutsche führt hier vorne hin. Figur kann wegrutschen, ist entkommen. Nett. Ansonsten haben wir hier noch zwei Handschellen, die an der Wand hängen und eine Gittertür in den Gefängnishof. Hier oben richtig böser Stacheldraht. Ja, man kann hier genug Stacheldraht haben. Cool gebaut ist die Treppe hier vorne. Die Bricks werden seitwärts gelegt und dann hier einmal angesetzt. Hier drin, unten im Fluchtraum quasi, ich mache ihn mal auf, damit es ein bisschen heller wird, ihr besser sehen könnt, haben wir eine Waschmaschine. Was die da unten macht, weiß ich nicht genau. Ein Frosch und ein Ding, was ich nicht zuordnen kann, ist hier vorne auch nochmal abgebildet. So, das ist also die eine Hälfte der ganzen Geschichte und diese Gitter, wie gesagt, finde ich ziemlich cool. Die andere Hälfte hat noch ein kleines Gimmick. Komm mal rüber hier, mein Freund. So. So, zack, oh Gott, ihr hört schon, da ist was los. Von vorne so, Heliport von oben in Neongelb. Ich mag die Farbe überhaupt nicht. Ne? Auch hier wieder schick mit diesen Felselementen. Wir haben Sebastian am Start, die Krabbe. Es ist eine generische Krabbe. Könnte aber auch Sebastian sein. Der ein oder andere weiß vielleicht, was ich meine. Ein Rettungsring, wieder ein Schild, Vorsicht, Haie. Ja, Schiebetür hier oben. Schiebetür ist cool. Auch viele Gitterstäbe und Gitterelemente bei, also echt coole Teile. Rückblickend haben wir das. Ein Platz für den Hund. Decke, Knochen, witzig, Treppe nach oben zum Heliport gibt es auch. Ne? Toilette ist auch drin, Lego baut neuerdings immer Toiletten in jedem Set, fast total witzig. Ein Kaffeebecher steht auch nochmal da hinten. So. Die Betten kann ich hochklappen, auch das untere. Zum Vorschein kommt ein Loch, ein Durchgang, durch welchen der Gangster springen kann, in den Minenkarren springt, mit Minenkarren abhaut. Hier vorne die Pflanzen kann ich aufklappen und dann ist Gangster verschwunden. Ja, und da hinten hängt noch eine dicke Spinne an der Wand im Spinnennetz und eine Stange Dynamit gibt es hier unten auch noch. Ich kann hier nichts wegsprengen, aber ich könnte ja theoretisch das hier vorne wegsprengen. Habe ich selbst nicht gewusst, darauf wurde ich gebracht, auf die Idee kam ich gar nicht. Und dann haben wir hier unsere Polizeistation auf der Gefängnisinsel. Ich weiß, dass der ein oder andere es nicht mag, dass die hinten offen ist und nicht irgendwie zuklappbar oder sowas ist.
Ich finde es nicht so schlimm, wenn die Spieltiefe tief genug ist, und ich empfinde sie hier größtenteils als tief genug, außer hier oben bei diesem Turm, der hätte ein bisschen tiefer sein dürfen. Aber im Großen und Ganzen wirkt das doch sehr wuchtig. Ich habe vor allem auch hier vorne ja noch Spielfläche, wo ich rumtanzen kann, und dann hinten drin auch noch mal welche, und da kann ich wirklich rumdüsen. Kann die Figur durchschmeißen, kann sie hier durchschmeißen, kann mit dem Boot rumdüsen, vorne rumdüsen, habe einen Hubschrauber am Start, der hinterher fliegen kann, hinter das Fluchtboot hier. Also es ist schon eine Menge Action geboten. Und wenn die Gangster irgendwann an Land kommen, kommt der Forensik-Truck, ne, das Forensiklabor, und sichert die Spuren, was passiert ist, wo sie hin sind. Und dann wird er mal fröhlich vor sich hingeguckt, wo sie alle sind. Unsere lieben Gangster. So. Ich mach das mal. Ach, ich lasse ihn mal hier vor mir stehen, oder? Ich glaube, das ist ein besseres Bild, wenn wir das so machen. So. Alles wieder mal ins Bild geholt. Komme ich mal zu meinen Abschlussworten jetzt hier am Ende des Videos. Ist das was für Kids? Können Kids damit spielen? Ich finde ja, das ist was für Kids, die können damit spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Das bietet viele Spielfunktionen. Auch der Truck, wie gesagt, und diese Aufklappfunktion hat echt viele Spielfunktionen. Es sind mal wieder andere Sets, nicht die gleichen wie sonst immer eine klassische Polizeistation oder ein normaler Polizei-LKW. Nö, es ist mal etwas anderes, und hier ist viel Zubehör dabei. Das ist schon eine richtig kleine, süße Spielwelt hier zu sammeln. Wenn wir das zusammen kaufen, sind wir bei ungefähr 155 Euro. Das Zeug ist am freien Markt erhältlich. Es wird Rabatte darauf geben. Es gibt es auch bei Lucky Bricks zu kaufen. Und ich gehe fest davon aus, dass Lucky Bricks Rabatte darauf anbieten wird. Machen sie immer. Und von daher bekommt ihr hier noch bessere Teilepreise. Und dann haben wir hier wirklich gute Preise für die gebotene Lego-Qualität. Sehr schöne Steine, sehr schöne Anleitungen, die sehr sinnhaft konstruiert, also aufgebaut sind. Vernünftige Konstruktionen, die funktionieren, und ein motivierender Aufbau. Also genau das Richtige, genau für die richtige Zielgruppe gedacht. Und es funktioniert, besser gesagt, für diese Zielgruppe auch. So bin ich absolut der Meinung. Ich bin gespannt, und die Jungs von Lucky Bricks sicher auch, wie euch dieses Video gefallen hat, wie euch diese Sets gefallen. Schreibt gerne mal alles unten drunter in die Kommentare, und wir sehen uns bestimmt ganz bald in einem nächsten Video wieder. Und bis dann sage ich wie immer alles Gute und Tschüss hier, diesmal aus eurem Legoladen des Vertrauens.